Ja, du. So, also, wir halten jetzt für die Ewigkeit fest, wie man das badische 17-4 spielt. So, zunächst wird natürlich gemischelt. Ja, genau, dann kriegt man vom Stapel 3 Karten. Ja, der Rest kommt in die Mitte. So. Was macht man dann? Du hast gemischelt, das heißt, ich komme raus. Genau, jetzt gucke ich meine Karten an. Fantastisch. So, und wir müssen jetzt so nah wie möglich mit diesen Karten bei 21 landen in der Summe. So, kurz fürs Protokoll. Die Dame, der Bube zählt 2, die Dame 3, der König 4 und das Ass 11 und die restlichen Karten, so wie sie sind. So, und jetzt zähle ich meine Karten eben zusammen. Und es reicht mir natürlich nicht in der Summe. Na, das ist ja, da bin ich ja ganz schwach auf der Brust. Also lege ich jetzt die Karte ab. So. Und darf dafür eine neue nehmen. Oh ja, das passt mir schon viel besser. So, mein Gegenspieler macht das gleiche. Jetzt mal kurz gucken. Nochmal zählen. Was haben wir denn jetzt auf der Hand? Ja, also jeder darf hier sich selbst im Kopf zusammenzählen. Dass es ein tolles Ergebnis ist. Und nein, Moment mal, nein. Denn ich entscheide mich, rauszukommen. So. Hier, ich lege eine Karte nieder. Mein Gegenspieler muss auch eine niederlegen. Genau, der legt die 2 nieder. So, jetzt machen wir 6 plus 11 sind 17. Beim Gegenüber sind es nur 5. Und 17 plus 4 sind 21. So, ich habe 21 und was hat der Gegenspieler? Der hat 5. Na, der hat nur popelige 12. 13. 13 hat er. Jetzt nehmen wir die Differenz von 1 und 13. Das sind 8. Das heißt, ich krieg auf einem Bierdeckel geschrieben 8 Punkte extra gut geschrieben. Genau, so plus 8. Und wir spielen immer, bis wir 21 erreichen. So, und wenn man ins Negative kommt mit seiner Zahl, ne? Also nehmen wir an, ich hätte am Ende nicht 21, sondern ich hätte gehabt 23, dann kriege ich noch minus 2. Ne? Also ich bekomme die Differenz als Negativpunkt aufgeschrieben. Ja, und der andere natürlich, der gewinnt dann die Pluspunkte, ne? So, das ist 17-4. Ganz einfach. Ist schon einfach, das Spiel.